Advent heißt warten. Nein, die Wahrheit ist, dass der Advent nur laut und schrill ist. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Es ist doch so, dass die Zeit rast. Ich weigere mich zu glauben, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint, dass ich mit anderen Augen sehen kann. Es ist doch ganz klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben, nichts wird sich verändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Gott kommt auf die Erde. Schon seit mehreren Jahren lese ich in der Adventszeit, in dem Adventskalender, der andere Advent. Und letztens bin ich auf Facebook wieder auf eine Seite aus dem letzten Jahr aufmerksam geworden. Auf genau den Text, den wir gerade gehört haben. Dieses Jahr passt er für mich irgendwie noch ein bisschen mehr. Nicht nur, dass diese Adventszeit noch viel unruhiger ist als alle, die ich je erlebt habe, so ganz wissen wir auch nicht, worauf wir eigentlich warten. Und ob das Warten sich lohnen wird. Die Anfrage aus dem Text kommt mir in diesem Jahr noch viel realer vor als noch letztes Jahr. Ich glaube, leider fühlen viele Menschen Hoffnungslosigkeit. Die Hoffnungslosigkeit, die dieser Text verströmt. Komplett dem entgegengestellt steht für mich der Losungstext vom heutigen Tag aus dem Propheten Daniel. Dort steht, denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Wie passt das zusammen? Gott ist lebendig und bleibt ewig, und wenn wir uns gerade von ihm verlassen fühlen, ja gerade dann, wenn wir uns von ihm verlassen fühlen, dann ist er bei uns. Das weiß auch die Autorin des Textes, Iris Macke, und hat ihren Text deswegen Perspektivwechsel genannt. Und der Perspektivwechsel funktioniert, indem man ihn einfach von unten nach oben liest. Gott kommt auf die Erde. Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts wird sich verändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Zeit rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent nur laut und schrill ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt warten. Gott kommt auf die Erde und Gott fehlt nicht, auch wenn wir das Gefühl haben, Gott ist bei uns. Advent heißt warten. Und ich habe die Frage aufgeworfen, ob sich das Warten in diesem Jahr lohnen wird. Jetzt möchte ich diese Frage mit einem ganz klaren Ja beantworten. Es wird sich lohnen. Wir warten darauf, uns erneut zu erinnern, dass Gott zu uns auf die Erde gekommen ist, um denen Hoffnung zu geben, die keine mehr haben. Die Kampagne der EGBO, unsere Landeskirche, zu Weihnachten heißt, weil wir Hoffnung brauchen. Dem stimme ich uneingeschränkt zu. In der Adventszeit in diesem Jahr brauchen wir Hoffnung. Und manchen fällt es sehr schwer, diese zu finden. Da kann vielleicht dieser Perspektivwechsel helfen, um uns wieder daran zu erinnern, Gott ist lebendig und bleibt ewig. Vielleicht fällt es auch Ihnen momentan schwer, Hoffnung zu finden. Vielleicht kennt ihr jemanden, der keine Hoffnung hat. Dann nehmt diesen Perspektivwechsel und tragt ihn weiter. Wir geben Hoffnung. Weil wir Hoffnung haben, weil wir Hoffnung brauchen, geben wir sie weiter. Und wenn Sie Hoffnung haben, dann geben Sie sie auch weiter. Denn Gott ist lebendig und bleibt ewig. Amen.
Wir tragen dein Licht, wir tragen dein Licht.